Ja, hallo und willkommen zu Gedanken der Zeit. Wir beschäftigen uns heute nochmal mit den Gizeh-Pyramiden und zwar auch um die Möglichkeit, ob es sich dort um Waffentechnologie handeln könnte. Wir können auch direkt einsteigen. Ich habe ja in meinem Video Pyramiden von Gizeh, zwei Theorien ergeben ein Ganzes, sind mal da so kurz drauf eingegangen. Kennt ja auch nicht jeder alle Videos von mir, deswegen gehe ich jetzt nochmal ein bisschen rein in das Thema, damit man das hier so ein bisschen nachvollziehen kann. Und zwar ging es ja darum, dass in der großen Galerie die sogenannten Helmholtz-Resonatoren aufgestellt waren. Das sind halt so akustische Resonatoren, die einen bestimmten Ton verstärken. Hier mal so ein groß dargestellt. In der Galerie sollen sie wohl auch diese Form gehabt haben. Zeige ich euch gleich aber noch was dazu. Aber es geht auch, heute geht es ja auch ein bisschen, naja, die sind ein bisschen moderner geworden, so wie man es hier auf dem Bild sieht. Aber das Prinzip ist das gleiche. Und sie können halt als Resonanzabsorber oder als Kombination aus beiden gelten. Ja, man kann die aus verschiedenen Materialien machen. Aber es geht dann einfach darum, dass man eine bestimmte Frequenz, eine bestimmte Schwingung erhält oder abstößt. So, und das ist so das Grundprinzip, worum es bei der großen Pyramide wohl geht. Hier ist die große Galerie. Ich habe euch mal hier das alte Schwarz-Weiß-Bild. Hier sieht man so besser diese Löcher. Und die kommen immer in regelmäßigen Abständen. Hier sieht man sie auch nochmal. Und ihr seht ja, es wird immer ganz leicht, immer etwas enger, enger, bis es nachher zur Decke kommt. Und die habe ich euch mal vergrößert. Und ihr seht, hier sind auch so gewisse Ablagerungen. Und die sollen halt von dieser Spannung oder Frequenz entstanden sein. Und wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen. In der Grafik, da seht ihr, hier sind diese Helmholtz-Resonatoren, die sind dann hier so aufgebaut, sind so eingekeilt in dieser großen Galerie und das waren viele hintereinander. Und die haben dann diese bestimmte Frequenz, die hier von hier unten kam, ja, von der Erde, haben die dann hier hochgeleitet. Diesen Grabgang hier, den gab es ja nicht, ne? Der wurde ja erst später gemacht, hier hochgeleitet und hier, wo eigentlich die sogenannten Verschlusssteine sind, ist halt so ein Feedback-Mechanismus. Ja, wahrscheinlich ist das so ein bisschen hoch und runter geschwungen oder man konnte es vielleicht an- oder ausstellen. Und hier in der sogenannten Königinkammer sind halt zwei Fluide da reingeflossen. Die haben eine Reaktion gemacht und dann zusammen mit der Schwingung sind die hier in die Galerie gegangen, wo die Helmholtz-Resonatoren waren, sind auf einen bestimmten Ton runtergeschwungen. Und hier diese Akustikfilter, da sagen die heute, das sind so drei Steinplatten, die man so runterlassen kann. Und das muss man halt verstehen wie so ein Equalizer, den man einstellt. Also das war keine Verschlusssache sozusagen für die Kammer, sondern es war so, je nachdem, welche Stellung die hatten, dann konnte man die Frequenz halt noch feiner abstimmen. Und es geht halt darauf hinaus, dass dann hier die Energie gewonnen wurde und dann halt gespeichert oder je nach Bedarf halt wieder entnommen. Das ist so die Grundtheorie von der Energiegewinnung. Und dazu gibt es halt ein ganz gutes Buch, das ist der Todesstern Gizeh. Und darauf geht der Autor halt darauf ein, dass man das auch als Waffe benutzen konnte. Und wenn wir hier aus dem Inhalt gucken, es geht auch wieder hier um hermetische Philosophie, weil das hatte immer damit auch zu tun, wie die Gesetzmäßigkeiten miteinander verbunden sind. Dann geht er halt auf die Waffenhypothese ein, die große Galerie in ihre Kristalle. Ja, er meint auch, dass da Kristalle mit benutzt wurden und Kristalle sind ja auch ein super Speicher, ne? Heute kommen die ja so langsam drauf, aber das merkt ihr ja zum Beispiel auch an den Siliziumbausteinen und so weiter, dass es in die Richtung geht. Aber halt natürlich auch wieder mit der Graviton und akustische Resonatoren. Naja, dann geht er noch auf die Hochfrequenzimpulstechnologie ein, das ist auf jeden Fall sehr interessant, aber geht halt darauf hin, dass es eine Waffe war. Und das war natürlich ein ganz anderer Aspekt. Deswegen wollte ich euch das mal zeigen. Dann gibt es noch von Hubert Zeitmeier die Säulen von Atlantis. Da geht es in eine andere Richtung. Es geht zwar auch damit, hat es zu tun um Energie, aber zeige ich euch jetzt. Er sagt halt, Malta heißt für ihn übersetzt Mittelpunkt und das war ein Mittelpunkt von Algerien, Tunesien, Libyen, Balkan, also so vom Mittelmeerraum war es der zentrale Punkt. Und da hat er auch ein Video, das findet ihr bei Novo 7.
Atlantis Erbe auf den Archipel, Malta Professor Dr. H.C. Hubert Zeitmeier. Dann habe ich euch mal die Karte vergrößert, damit ihr seht, was ich so meine. Das sind alles drei gebirgige, also drei Gebirge mit drei Spitzen halt, mit drei Bergen. Und hier soll ein Bruch passiert sein. Der hat dann diesen Energiefluss von diesen Bergen halt gestört. Und daraufhin, sagt er, wurden halt die Gizeh-Pyramiden gebaut, um diesen Energiefluss wieder aufrechtzuerhalten, damit diese Energiegewinnung hier in Malta weiter stattfindet, oder da wurde sie halt verwendet. Er geht halt auf die Theorie ein, dass dort so eine Art wie ein Aufzug war. Er kennt das also von der Jakobsleiter aus der Bibel, dass da halt die Raumfahrer hoch und runter gehen konnten, und dafür brauchten die halt diese Energie, halt, er sagt halt, um von der Antimaterie in unsere Materie sozusagen überzuwechseln. Das ist auf jeden Fall ganz interessant, könnt ihr euch auch mal auf YouTube anschauen. Ja, aber auch hier geht es halt wieder um Energiegewinnung. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Und wenn wir uns mal die möglichen Szenarien anschauen, sieht es so aus. Erstens kann man sagen, sie wurden als Kraftwerk genutzt. Zweitens halt als Energiering oder Verstärkung von diesem Ring. Drittens kann man auch sagen, sie wurden eventuell auch als Waffe verwendet. Und alle drei Szenarien haben ja eins gemeinsam. Es geht immer um Energiegewinnung. Und das ist für mich, ja, das Allerwahrscheinlichste, was mit den Pyramiden zusammengehängt hat. Ob das eine oder andere ist jetzt wahr oder vielleicht sogar alle drei, das kann ich nicht sagen. Aber dass es um Energiegewinnung geht, da bin ich mir noch ziemlich sicher. Und wenn wir hier nochmal bei Erdlandmann sehen, er deutet ja auch darauf hin, Pyra, Feuer und von Meiden, Meiden kommt. Da merkt man auch, es hat so ein bisschen was, Feuer hat ja immer ein bisschen was mit Energie zu tun und Hitzeentwicklung und so. Kann natürlich auch kommen, dass es halt auch als Waffe, als Energie, ja, und ich hatte auch schon mal erwähnt, vielleicht sind sie deshalb so groß und massiv gebaut, weil die halt durch diese enorme Energie, wie unsere Kraftwerke halt, das halt als Schutz gedacht ist. Vielleicht ist auch irgendwann mal was schief gegangen. Ja, der siebenstrahlige Stern. Dazu möchte ich euch heute eine Geschichte erzählen. Und zwar eine, die ja nicht handelsüblich ist, die vielleicht nicht so bekannt ist. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch etwas ausholen, damit ihr mir so ein bisschen folgen könnt. Hier auch wieder von Erhard Landmann, dass zum Beispiel das Wort Ägypt eigentlich ein deutsches Wort ist und ein Raumfahrzeug beschreibt. Nur mal so als Analogie dazu. Und auch, dass das Wort Fenster nämlich aus zwei Wörtern besteht, nämlich Fen und Ster. Und Ster ist halt, wo heute unsere Sterne auch genannt werden, das auch von einem Gerät abstammt, was halt so kreuzförmig war, das Wort Ster. Und das Wort Ster findet ihr ja in vielen deutschen Städten und so weiter, kommen wir auch gleich kurz zu. Also immer, wo das Wort Ster mit drin ist, hat es immer irgendwas mit diesem Raumfahrzeug zu tun. Und hier sieht man schon so ein bisschen besser, dass das dann noch so ein bisschen leuchtet, halt wie so ein Stern und gleichzeitig halt diese Form hatte. Und hier zum Beispiel, das ist ein Symbol von Sternfels, da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Wenn es interessiert, da ist halt so eine Pyramide und auch wieder so ein Stern dargestellt. Und das habe ich dann auch gefunden hier. Auch wieder eine Pyramide dargestellt mit dem Sinnbild eines Sterns. Also es hat ja schon irgendwas damit zu tun, dass dieser Stern eventuell bei diesen Pyramiden gesehen worden ist. Und wenn man hier noch lesen kann, dann kann man sehen, dass mit einem sinkenden siebenstrahligen Stern, ja, das heißt, dass der über den Pyramiden war, aber erst dann gesunken. Ja. Und das ist das, was ich so ein bisschen erzählen wollte, bevor ich euch die kleine Geschichte erzähle. Also es ist nur eine Geschichte, ja, die müsst ihr jetzt nicht glauben oder annehmen. Ich will sie euch nur mal erzählen, weil ich sie kenne. Angefangen hat die Geschichte beim galaktischen Zwölferrat. Der soll direkt halt von Gott
ja, unterstellt sein und macht von da halt seine Beratertätigkeiten oder gelten als Vermittler. Das muss jetzt auch nicht unbedingt, ich sag mal, körperlich sein, das kann ja auch nicht materieller Raum sein sozusagen, aber darum geht es nicht. Auf jeden Fall findet die Geschichte dort statt, weil Gott den Auftrag gegeben hat, ja, sagen wir mal, ein Kommando auf die Erde zu schicken und dort die Dämonen zu vernichten. Und das sollte halt damit passieren, dass die halt mit Raumschiffen geflogen sind. Kann man jetzt natürlich so sehen, dass sie jetzt, wenn es keinen Raum gibt, erst materialisieren, wenn sie halt in Erdnähe kommen, aber dass sie halt mit Raumschiffen geflogen sind. Und diese Raumschiffe haben halt so funktioniert. In der Mitte war ein größeres und außen waren sieben kleinere. Und dann um ihre Waffe, um diese Dämonen zu vernichten, ja, es ging da um einen bestimmten Energiestrahl anzusetzen, mussten sich erst diese Raumschiffe verbinden. Und erst wenn die sich verbunden haben, dann konnten die erst diesen Strahl abschießen. Aber bevor die das machen konnten, sie haben sich zwar verbunden, aber sie konnten den Strahl noch nicht abschießen, ist Folgendes passiert. Dann hat halt die Gizeh-Pyramide darauf reagiert sozusagen und hat ihre Energie auf diese Raumschiffe geschossen. Dadurch sind die dann zerstört worden, sind über die Erde verteilt worden und abgeschossen und somit halt das Bild von sieben strahligen Sternen, der auch am Sinken ist. Ja, und ihr wisst ja auch, die Pyramiden sind ja auch versiegelt worden, egal ob das jetzt für Energiegewinnung war oder durch die Waffe, weil oben in der sogenannten Königskammer ist ja auch der Riss drin. Und seitdem funktioniert es auch nicht mehr. Vielleicht ist es durch diesen Schuss passiert, vielleicht einfach im Laufe der Zeit als Energiegewinnung. Ja, ich wollte euch einfach mal diese Geschichte dazu erzählen, die ich kenne, wie dieser sieben Stern, das Symbol, entstanden ist. Ja, das war es dann schon. Ist ein kleinerer Beitrag geworden, weil ich gerade mal wieder einen größeren vorbereite. Und ja, wie immer, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat euch soweit gefallen und ihr konntet mir soweit folgen. Und dann denke ich mal, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute. Tschüss.